ein jeder Smartphone-Nutzer kennt es, egal ob es ein Android-Device ist, ein Windows-Phone oder ein iOS-Device, alle brauchen eines gemeinsam und das ist Strom, das ist Akku. Beim einen geht es schneller weg, beim anderen hält es länger. Und ja, da gibt es die einzige Möglichkeit eigentlich, oder einzige bis anhin bekannte oder in der Masse bekannte Möglichkeit, das Anschließen über den Micro-USB an Stromstöpsel. Da gibt es nicht erst seit dem Nokia Lumia 920, aber da ist es bei der Masse ein bisschen angekommen, die Möglichkeit von Induktion. Und dazu haben wir von Nokia den Wireless Charger bekommen. Vielleicht hier zum Zeigen. Es ist ein... Sieht ähnlich aus wie eine Apple-Maus. Nee, Quatsch. Ist Formfaktor so abgerundet. Hier ein bisschen gummiert, dass das Ganze nicht rutscht. Auch hier oben eine leichte Gummierung. Weshalb das ist, zeigen wir gleich. Und hier ein einziger Anschluss ist für dieses, welches ihr vorher schon gesehen habt, Kabel. Das wird angeschlossen an diesem Riesenteil, was in die Wandsteckdose kommt. Angeschlossen. Sehr sympathisch ist das recht lange Kabel, damit ihr es auch ja flach hinlegen könnt. Und vom Aufladen her ganz einfach, Induktion funktioniert in dem Sinn, hier drauflegen. Vielleicht machen wir doch noch mit richtig Strom, damit ihr es auch gleich sehen könnt, dass das Ganze funktioniert. Hier ist das Ganze jetzt angeschlossen. Wie ihr hier sehen könnt, hat es fast vollen Akku. Hier drauflegen, kurz aktivieren und ich zeige es mal ein bisschen näher in die Kamera. Ihr seht, so, kurz aktivieren. Wie ihr sehen könnt, wenn es gerade aufliegt, jetzt lädt es. Ich hoffe, ihr konntet es sehen und sonst dürft ihr mir es glauben. Ein Review dazu findet ihr auf dem www.gadgetplaza.ch bei den Zubehören. Dort werden wir auch Vergleiche anstellen, wie sich das Ganze auswirkt, ob das gängige vom USB-Stecker direkt in die Steckdose schneller funktioniert als über Induktion und oder wie viel das der Unterschied ausmacht. Da findet ihr auch weiterführende Links. Solltet ihr Fragen haben, schaut da vorbei. Unten ist der Link eingeblendet. Wir danken euch für die Daumen hoch, für die Anfragen, auch immer wieder toll eure Anfragen auf Wünsche von neuen Reviews. Gerne dürft ihr die platzieren, wenn ihr neue Gadgets findet, die ihr gerne von uns getestet habt. Lasst es uns wissen über die ganzen Kanäle oder eben in den Kommentaren. Herzlichen Dank, das war der Wireless Charger von Nokia für das Nokia Lumia 920. Weitere Videos werden folgen, schaut doch wieder rein. Euer Poughkeepsie für gadgetplaza.ch.